eine Spiegelung. War wohl nur eine Schapiegelung. Aha. Stickstoffgranate. Ja? Ja. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh. Mir ist schwindelig und übel. Oh. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ist ja traurig. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute, Mary. Das ist der Plasmidblues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten. Aha. Und eben dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Ah, ja. Plasmidblues. Ja gut. Soll's ja alles geben, ne? So, jetzt brauche ich aber, was darum geht. So. Hierum, larum. Nein! Ach, fuck! Nein! Ah, verdammt! Der hat das nicht angenommen. Ach, ich Trottel. Menno! Muss schon ein bisschen aufpassen. Ob das auch wirklich aktiv ist. El Trollo. Trollo Grande. Grande, Grande, Trollo Grande. Nehmen wir halt hier rum. So. Mit den. Auch mit den. Auch nicht. Den brauchen wir noch. So. Jetzt. Jetzt. Who is Atlas? Who is Elvis? Auch kennt das noch jemand? Hast du einen gehabt? Wo bist du, Vogel? Who is Elvis? Ein uraltes Lied aus den 90ern. Mann. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Ah ja. Man wird also was über ihn hören. Mhm. Ich wollte da jetzt gar nicht lang. Ach, wenn ich schon mal hier bin. Ja, Atlas, wenn du sagst, dass alles in Ordnung ist, dann wird wohl alles in Ordnung sein. Wir haben ja hier sonst keine Freunde. Ne? Autohacker mit. Den Safe. Kann das benutzen. Was steht da? Rolling Hills. Die rollenden Hills. Da gehen wir noch nicht lang. Hier gibt's nur Atlas Gedönsel. Hier wollte ich rein. Genau. Wo haben wir Who is Elvis gelernt? Die 90er mit ihren Dance Music, Dance Pop Music. Das hat mich musikalisch sehr geprägt. Na komm. Na? Ist das Spaß? Weil ich heute immer noch gerne diese Richtung von Musik höre. Gerne bedeutet aber nicht nur, weil ich höre auch eigentlich alles. Was macht er hier? Abschillen in der Ecke oder was? Erstmal hätten wir das. Wo ist denn der Ausgang? Darum. Ein nach oben, ein geradeaus, alles gut. Was? Oh, kann nicht verkehrt sein. Kann auch nicht verkehrt sein. Passt. Passt. So, Objekt einfertigen. Ich habe es
Anfertigen. Einfangen habe ich gelesen. Was war das? Da. Was war das? Was war das? Denn die Kinder wissen nichts. Ja, die 90er. Ganz großartig, was manche Lieder so gebracht haben. Nehmen wir davon mal einen mit Panzerbrechend. Nehmen wir auch mal ein bisschen mit Schrot. Film brauchen wir nicht. Die Menschen treffen Entscheidungen, aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Oh, das hätten wir jetzt natürlich hier, damit die sich nicht hier dran heilen. Heilen gibt's nicht. So, den dahin. Dahin. Gibt's eigentlich irgendwie einen Bonus, wenn man das irgendwie besonders schnell hinkriegt oder so? Ich weiß gar nicht. Ist hier da irgendwas? Ich weiß es nämlich nicht. Wenn man da einen Bonus kriegt. Eine Boni. So. Tada. Was sind die Kamera? Ja, pfeif du mal, du Pfeife. Ja, spiel du mal da unten weiter. Ich guck mal eben schnell, wo die Kamera ist. Da ist die Kamera. Na komm, lass dich hacken. Lass dich hacken. Antipersonen, glaube ich. Ach, die muss ich erstmal Namen legen. Ich trottel. So, lass dich hacken. Ja gut, dann nicht. Oh, ist kaputt. Hallo! Hallo! Oh, geh an die Tür, Sydney! Sydney? Bin ich Sydney? Ich kenne gar keine Sydney. Rolling Hills ist gleich da drüben. Oh. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Was ist denn da hinten? Hier haben wir ja noch ganz viel Gedönsel. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Mhm. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nun auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Hier muss es auch sein. Na komm. Komm. Gut, 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 gut. Wo bist du denn? Wo bist du hin? Ja. Komm. Ein Leck. Wo ist denn jetzt die Tussi hin? Die Tussi. Ja, da ist mal die Sachen hier. Aufheben. Ja, das hätten wir später. Brauchen wir gerade nicht. Wir wollen ja nur da runter. Runter. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil wir nicht mehr so viele Eve-Spritzen haben. Springen wir mal runter. Oh. Das ist natürlich bitter. Bitter, Frau Gitter. Bitter, bitter, immer weiter. Heiter, weiter. Hyper, hyper.
So. Wo ist die jetzt? Da. Na, komm. Den machen wir dahin, den machen wir dahin, den machen wir dahin und den machen wir dahin. Alles gut. Unser. Ja, ist ja okay. Immer ganz locker dahin. Oh. Aus. Geh aus. Hey. Lass den auch fix. Fix, fix. Komm, kommt doch nix. Ist ein Raum. Ist ein Traum. Das sind komische Geräusche, als wenn hier einer schreien würde. Das macht schon so ein bisschen gruselige Stimmung. So, jetzt hat man die Klappe. Mich jetzt gehackt. Klappe, Klappe. Kommen wir denn da rein? Müssen wir hier rum? Da rum? Hier rum? Noch eine gerade. So. Auch unser. Kannst aufhören zu schießen. Gehört uns. Gehen. Das sind Splitterautomaten. Hey, was ist denn Splitterautomaten? Du bist auch so Splitterautomaten. Chipse! Filme. Oh, Rekorder. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Richard fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo-Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könnte. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Richard zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Mhm. Miezekatze! Ah, guck mal. Die kann rollen. Pussy. 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 Mann, du faule Katze. Gibst du dich? Ohne faule Katze. Friss das. So, können wir hier noch die Sachen mitnehmen? Frisst das, das neue frisst das. Hier? Ah ja. Was haben wir denn hier? Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz ziehen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Hier noch ein Rekorder? Ja, 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 ich weiß von der Abregelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abregelung! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Okay. Proben. Bestimmt so eine Nebenmission. Dass wir jetzt die Proben so prüfen können. Möchten. Nee. Ach, kann ich das? Nee, bin ich kaputt. Was? Dann halt die mit dem Revolver. Holper, die Polter. Was war das denn jetzt? Okay. Raketenstart oder was? Oder was war das? Was? Was war das? Was war das? Das ist eine Rosi.
Upgrades. Gesundheitsupgrades. Wie viel haben wir denn? 200. Schaltet ein Plasmid-Falot frei. Technik, Kampf. Was haben wir denn hier noch? Elektrobolt 2. Feuert einen elektrischen Blitz ab, der das Ziel kurzzeitig betäubt. Geringer IV-Verbrauch als Level 1. Verheerend bei Gegnern im Wasser. Okay. 120. Plasmide verbraucht weniger IV. Okay, nehmen wir das mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Slot. Ja, ist okay. Nehmen wir auch noch Technik dazu. Sonic Boom. Was ist das hier? Zwei Belastungsplatten weniger beim Hacken. Aha. Erhöht den Schaden, den du kommst. Pop, 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 pop. Verringert die Preise am Verkaufsautomaten. Nehmen wir das doch. Aber hier nimmst du weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest. So, mehr haben wir auch nicht. Sonic Boom, bla bla. Probieren wir mal einfach mal ein bisschen rum. Nicht, dass ich davon Ahnung hätte, was ich hier tue.